Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck der Autovermieter Sixt. Und zwar analysiere ich die Vorzugsaktie, die etwas mehr Dividende zahlt als die Stammaktie. Und wie viele Punkte holt die Aktie in meinem Check, das erfahrt ihr gleich. Zuvor noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und stellt keine Handelsempfehlung dar. So, leg mal los mit dem Check. Mit dem ersten Kriterium: Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Sixt kommt aus Deutschland und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 2,3 Milliarden Euro. Und das gibt bei mir einen halben Punkt für das Land, denn die Marktkapitalisierung liegt unter 10 Milliarden Euro. Dann zum zweiten Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das trifft zu bei der Sixt-Aktie, und zwar ist die Dividende hier zwischen 2010 und 2019 von 11 Cent auf 2,17 Euro je Aktie angestiegen, und in diesem Zeitraum gab es zwei Dividendenkürzungen, wenn man die Sonderdividenden nicht berücksichtigt. Und aufgrund der zwei Dividendenkürzungen gibt es bei mir hier einen halben Punkt. Und das schauen wir uns auch nochmal hier in der Dividendengrafik im Aktienfinder-Tool an. Und da sehen wir dann, dass die Dividende meistens angestiegen ist in den letzten 10 Jahren. Und in einigen Jahren gab es sogar eine Sonderdividende. Hier zum Beispiel und zuletzt in 2018. Die ich aber nicht berücksichtigt habe jetzt in meinem zweiten Kriterium, wie gesagt. Dann zum nächsten Kriterium: Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Und hier ist die Aktie doch ziemlich deutlich eingebrochen, denn sie hat ca. 74% an Wert verloren in der Finanzkrise, und deshalb gibt es hier einen Minuspunkt. Und im Chart sehen wir das auch nochmal hier auf onvista.de. Hier die Finanzkrise war ungefähr in diesem Zeitraum. Da hat die Aktie, wie gesagt, ca. 74% verloren, bevor sie dann in den Jahren danach wieder ziemlich stark angestiegen ist. Und zuletzt hat sie aufgrund der Corona-Krise wieder federn lassen müssen. Allerdings nicht so stark wie in der Finanzkrise zum aktuellen Zeitpunkt. Punkt zumindest. Dann zum nächsten Kriterium: Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und wie wir gerade im Chart schon gesehen haben, ist der Kurs ziemlich stark angestiegen in den letzten Jahren, trotz der Corona-Krise in den letzten Monaten. Und zwar die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 333% zugelegt. Und das gibt einen ganzen Punkt. Dann zum fünften Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Laut aktuellen Schätzungen soll der Gewinn je Aktie in 2021 ansteigen. Und zwar von 2,92 Euro auf 4,51 Euro. Zumindest sind es die aktuellen Schätzungen. Wie gesagt, für 2021, in 2020 soll der Gewinn fallen, also von 2019 auf 2020, aber in 2021 soll er wieder ansteigen. Wie gesagt, zumindest aufgrund der aktuellen Schätzungen, die sich natürlich noch deutlich ändern können, gerade jetzt in der Krisenphase. Aber aktuell ist, wie gesagt, eine Steigerung des Gewinns vorausgesagt, und deshalb gibt es hier einen Punkt für die Sixt-Aktie. Dann zum letzten Kriterium: Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Das aktuelle KGV für 2020 anhand der aktuellen Schätzung liegt bei 13 und damit deutlich unter 30, und deshalb gibt es hier auch einen Punkt. Dann zum Gesamtergebnis, und hier holt die Sixt-Aktie bei meinem 6-Punkte-Check 3 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten
Und in meiner Sicherheitscheck-Ampel lande die Aktie auf der zweitbesten Stufe. Und in meiner Rangliste aller bisher gecheckten Aktien hier auf YouTube, in meiner ersten Videoserie zumindest, da kommt die Aktie aktuell auf den 38. Platz mit vier anderen Aktien, die ebenfalls 3 Punkte geholt haben. Und insgesamt habe ich bis jetzt 70 Aktien in meiner ersten Videoserie analysiert. Dann zum Abschluss noch ein weiterer Hinweis. Mein Sicherheitscheck gibt natürlich nur eine Einschätzung zu Aktien anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich auch als falsch herausstellen. Macht's gut, bis zum nächsten Video.